Meine Damen und Herren, einige Erläuterungen, bevor wir in die Aussprache 02 einsteigen. Wie Sie der Anlage entnehmen können, werden verschiedene Tagesordnungspunkte mit den Einzelplänen aufgerufen. Das ist also Ihnen mitgeteilt worden. Die Abstimmung über die Einzelpläne findet allerdings vereinbarungsgemäß erst am Ende der Beratung über die Einzelpläne statt, also morgen gegen Abend oder am Abend. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die Generaldebatte zu 02 heute abzuhalten und die Beratung der anderen Einzelpläne sowie die Abstimmung der Einzelpläne und die dazu aufgerufenen Tagesordnungspunkte am morgigen Mittwoch, ich sagte es bereits, zum Ende der Haushaltsberatung vorzunehmen. Zur Anlage zu Tagesordnungspunkt 19 können Sie ebenfalls entnehmen, dass sich die Fraktionen im Ältestenrat auf eine Redezeit von 40 Minuten pro Fraktion für den Einzelplan 02 verständigt haben und bei 8 und bei Einzelplan 01, 03 bis 15 80 Minuten vereinbart haben, jeweils ohne Begrenzung der einzelnen Rednerinnen und Redner bei der Aussprache. Sie kennen das Verfahren aus dem letzten Jahr. Ich rufe jetzt vereinbarungsgemäß auf Einzelplan 02 und ich erteile hierzu dem Fraktionsvorsitzenden der Fraktion der SPD, Herrn Abg. Schäfer-Gümbel, das Wort und teile noch mit, dass die Reihenfolge ist SPD, die Regierung, Linke, Grüne, FDP, CDU und dann die fraktionslose Kollegin. Herr Schäfer-Gümbel, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Generaldebatte zum Haushalt 2016 ist – ich erwähne das immer wieder für diejenigen, die sich das erste Mal zuschalten – der Ort, an dem standesgemäß und standardgemäß über die Grundlinien der Landespolitik diskutiert wird. Es ist weniger eine Aneinanderreihung von haushaltspolitischen Grundsätzen, sondern mehr eine Frage der Grundlinie. Und normalerweise ist diese Debatte hier im Haus auch ziemlich munter. Meine Vermutung ist, dass dieses heute etwas anders sein wird. Dieses ist keine normale Grundsatzdebatte über den Landeshaushalt 2016. Und dies hat zwei Gründe. Erstens. Das Land ist in der Tat vor einer großen Herausforderung, die uns seit vielen Wochen und Monaten beschäftigt, mit Blick auf die enorme Zahl von Flüchtlingen, die nicht nur Hessen, sondern die gesamte Bundesrepublik und Deutschland erreicht, die bei vielen Bürgerinnen und Bürgern Fragen auslöst. Wie wird das weitergehen? Wie werden wir die integrationspolitischen Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts – und wir reden nicht über weniger – bewältigen? Welche Schwerpunkte wird es dabei geben? Und wird es dabei Verliererinnen und Verlierer geben? Und wer werden diese Verliererinnen und Verlierer sein? Die Welt ist schlicht und einfach im Aufruhr. Und jetzt ist eine Phase, in der dieser Aufruhr, der schon viele, viele Jahre zu sehen ist, auch in Deutschland und Europa angekommen. Niemand kann sich dem mehr verweigern. Und deswegen ist das eine andere haushaltspolitische Debatte, die wir hier heute zu führen haben, in der die Parteipolitik ein gutes Stück weit aus meiner Sicht zurückstehen muss, was im Übrigen nicht zu verwechseln ist, dass man in einer solchen Debatte keine Haltung zu zentralen Fragen beziehen kann. Georg August Zinn hat einmal formuliert, die Demokratie ist nicht nur Staatsform, sondern sie ist eine Lebenshaltung. Und genau darum geht es, auch in solchen Debatten. Und deswegen ist die zweite Vorbemerkung, die ich machen will, eine, die anschließt an die Gedenkminuten zu Beginn dieser Parlamentssitzung in Erinnerung an die fürchterlichen Terroranschläge in Paris vor wenigen Tagen, die ich aber ausdrücklich weiten möchte. Es geht nicht nur um die Terroranschläge in Paris, sondern um es mit den Worten von Martin Schulz zu sagen, das, was am Freitag vor einer Woche in Paris passiert ist, ist der Alltag in Aleppo, in Beirut oder in Mali. Deswegen erinnern wir auch an die Opfer aller Terroranschläge auf der Welt. Am gestrigen Tag fand der Staatsakt zur Beerdigung von Helmut Schmidt in Hamburg statt. Das Thema Terror hat eine große Rolle
in all den Würdigungen von Helmut Schmidt gespielt. Und mancher Kommentator hat in den letzten Tagen viele Vergleiche zwischen den 70er-Jahren und den letzten Tagen und Wochen gezogen. Ich halte manchen dieser Vergleiche für grundfalsch, weil der Unterschied zwischen dem Terror der Roten Armee-Fraktion und dem, den wir in diesen Tagen und Wochen und Monaten erleben, ist, dass in den 70er-Jahren Ziel der Terrorakte die politische und wirtschaftliche Elite des Landes war. Heute ist das Ziel der Terroranschläge jedermann, so wie es die Generalkonsulin heute Morgen oder heute Mittag sehr treffend formuliert hat. Das verändert die Stimmung im Land. Dass der ein oder andere Politiker in diesen Tagen meint, das in einen Zusammenhang zu stellen, also die Flüchtlingsbewegung auf der einen Seite und die Flüchtlingssituation und den Terror auf der anderen Seite, ist eine der fiesesten Momente in den letzten Wochen gewesen, ist es doch in der Tat so, dass der weit überwiegende Teil der im Moment der Menschen, der im Moment an den Grenzen Deutschlands steht und Schutz sucht, genau vor diesem Terror flieht. Deswegen sind die Verquickungen grundfalsch. Deswegen ist diese Haushaltsdebatte in der Tat anders als andere, weil es um eine Aufgabe geht, und da bin ich ganz bei denen, die das in den letzten Monaten immer wieder auch mitformulierten, dass es darum geht, das Land zusammenzuhalten. Das Land zusammenzuhalten und niemand gegeneinander auszuspielen. Und das in einer Situation, die für Deutschland ökonomisch erfreulich gut ist, die uns manches ermöglicht, was in manch anderen Ländern so einfach nicht möglich ist. Wir werden uns trotzdem vor mancher Frage nicht entziehen können. Das will ich gleich an den Anfang meiner Ausführungen stellen. Ich will aber mit Blick auf die Arbeitsweise der größten Oppositionsfraktion hier im Haus eines gleich an den Anfang stellen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Hessen nehmen dabei eine konstruktive Rolle ein. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viele Gespräche mit der Regierung, mit den Regierungsfraktionen geführt, weil es für uns entscheidend ist, jetzt nicht in den Krümeln, manchmal auch in den Brocken zu suchen, sondern auch nicht darüber zu reden, welche Abstimmungsfehler es gibt, welche Kommunikationsfehler es gibt, welche Konzeptfehler es gibt, sondern dass es für uns darum geht, im Moment gemeinsam dafür zu sorgen, dass diese Flüchtlingsaufgabe vernünftig bewältigt wird. Das unterscheidet uns deutlich von manch anderen, die im Moment in der Republik unterwegs sind. Da könnte ich beispielsweise über die Landesgrenze gucken. Ich werde dazu später noch einige Bemerkungen machen. Ich will aber ausdrücklich sagen, wir als Hessische Sozialdemokratie nehmen dabei eine konstruktive Rolle ein, weil es uns wichtig ist, dass wirklich alle beieinander bleiben, dass niemand gegeneinander ausgespielt wird. Deswegen werden wir manchen Schritt gehen, der weiter ist. Ich glaube, dass wir in den zugewiesenen Rollenverteilungen zwischen Regierung und Opposition im Moment mit die weitesten Schritte gegangen sind in der Art und Weise, wie wir versuchen, dieses Thema zu bewältigen. Das will ich ausdrücklich am heutigen Tage mal so benennen, Herr Ministerpräsident, obwohl es zwischen uns keine Vertrauensbasis gibt. Was es zwischen uns gibt, ist eine Verantwortungsbasis. Die wirkt im Moment deutlich stärker und schwerer als andere. Deswegen gelingt es uns auch, in dem Rollenspiel zwischen Opposition und Regierung Dinge miteinander zu diskutieren und zu klären, die in anderen Landtagen und manchmal selbst in Regierungskoalitionen, wenn ich nach Berlin schaue, nicht möglich sind. Das sollten wir uns erhalten. Das ist das Angebot, was die hessische Sozialdemokratie der amtierenden Regierungskoalition von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ausdrücklich am heutigen Tag noch einmal macht. Aus unserer Sicht hat es lange gedauert, bis diese Aufgabe bei Ihnen in der Staatskanzlei angekommen ist. Es gab zwei Umressortierungen, die wir richtig und für notwendig fanden. Ich finde auch, dass die Prioritätensetzung, die im Land vorgenommen wird, grundsätzlich richtig ist, nämlich zunächst die humanitäre Pflicht zu erfüllen, den Menschen ein Dach über den Kopf zu geben, ihnen Kleidung zu geben, sie mit Essen und Lebensmitteln zu versorgen, aber zweitens dabei nicht zu vergessen, dass die eigentliche Aufgabe für das Land und die Gesellschaft überhaupt erst noch kommt,
wenn wir über Integration reden. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich den Dank aussprechen. Das haben wir hier mehrfach getan, aber man kann es nicht oft genug tun. Weil je länger das Thema dauert, je länger sie gefordert werden, umso größer ist die Leistung zu betrachten, die derzeit vor allem die vielen, die Tausenden ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Land leisten, um die Flüchtlingsaufgabe zu bewältigen. Da sollten wir uns sehr einig sein, dass dieses ohne sie nicht gehen wird. Auch die hauptamtlichen Helferinnen und Helfer sind gefordert. Es macht viele Hinweise dazu, gibt es, wie sehr die Hauptamtlichen genauso gefordert sind wie die Ehrenamtlichen. Der Unterschied ist, in der aller Regel werden sie dafür bezahlt, nicht immer für die Aufgabe, die sie gerade bewältigen. Aber auch sie gehen häufig an die Grenzen dessen, was sie leisten können. Und es sind im Übrigen in aller Regel nicht die höchstbezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, sondern es sind vor allem die des einfachen und mittleren Dienstes, die hier wirklich rund um die Uhr, wenn ich mir mal das anschaue, was in den Erstaufnahmeeinrichtungen passiert, da ihren Beitrag leisten. Und ich würde mir wünschen, mit Blick auf manches Haus auch in der Landesregierung, dass das Engagement dort noch ein kleines bisschen besser werden könnte. Ich glaube, dass es in dem einen oder anderen Haus in der Tat noch Luft nach oben gibt. Wie bitte? Na ja, also dann will ich es deutlicher sagen, Herr Arnold. Manchmal lege ich ja so Debatten an, dass sie vorsichtig formuliert sind. Ich kann es aber konkreter sagen. Wenn ich höre, dass ein großes Ministerium zwei von 450 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen abstellen kann, um die Aufgaben zu leisten, während andere Ministerien in deutlich größerem Umfang gefordert sind, dann finde ich schon, dass dieses Ministerium, das über 400 Mitarbeiter hat, mehr als zwei Mitarbeiter in diese große Aufgabe stellen kann. Das glaube ich allerdings schon, Herr Arnold. Und da, wenn ich es richtig weiß, Sie fachlich relativ nah an dem Ministerium sind, können Sie es ja vielleicht mal in die koalitionsinternen Beratungen mit einbeziehen. Ich will aber ausdrücklich am heutigen Tag auch auf die zweite große Aufgabe eingehen, weil sie wird uns mehr fordern als nur die Erstunterbringung. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder gesagt, wir müssen in dieser Phase Alba hier? Alles gut? Okay. Ich wollte mir ja nur die Aufmerksamkeit der Landesregierung bewahren. Da bin ich nicht immer ganz sicher. Also, ich habe in den letzten Wochen häufiger formuliert, dass die integrationspolitischen Fehler der 60er und 70er Jahre sich nicht wiederholen dürfen. Sonst wird das mit der Bewältigung dieser Aufgabe schwierig. Und dazu zählt im Übrigen, dass jeder Euro, der jetzt nicht investiert wird, sich rächen wird. Er wird sehr viel teurer in der Zukunft werden. Alleine die Betrachtung eines Haushalts führt aus meiner Sicht bei dieser Aufgabe in die Irre. Deswegen will ich ausdrücklich sagen, ja, das, was die Landesregierung vorgelegt hat, ein Aktionsplan, das in den Grundstrukturen sehr in die Richtung geht, die auch wir diskutieren. Es ist jetzt auch nicht so sonderlich überraschend, wenn man sich diese Aufgabe nämlich in der Sache stellt, dass es klar ist, dass wir mehr Wohnungen brauchen. Darüber rede ich gleich noch. Dass wir mehr Lehrerinnen und Lehrer brauchen, auch das haben wir immer und immer wieder gesagt, dass wir mehr Anstrengungen im Bereich des Arbeitsmarktes brauchen, dass wir mehr Anstrengungen auch bei der öffentlichen Sicherheit brauchen, dass die Landesregierung inzwischen einen Plan vorgelegt hat, der aus unserer Sicht ausdrücklich in die richtige Richtung geht. Da sind wir nicht mit jedem Detail einverstanden, da gibt es teilweise andere und weitergehende Vorstellungen, aber der Plan, den Sie jetzt vorgelegt haben nach vielen Wochen der internen Beratung, und ich glaube gerne, dass das ein paar Beratungen bei Ihnen intern erfordert hat, der geht aus unserer Sicht ausdrücklich in die richtige Richtung. Deswegen haben wir das auch so begrüßt, weil es klar ist, dass wir ohne mehr Lehrerinnen und Lehrer, ohne mehr Wohnungen nicht zurechtkommen werden bei dieser Aufgabe. Ich will das an den heutigen Tag auch ausdrücklich ins Zentrum stellen, weil
In solchen Debatten wird ja häufig auf die europäische Ebene verwiesen, was da gemacht werden muss. Es wird häufig verwiesen auf die Bundesebene, was da alles gemacht werden muss. Aber heute reden wir über das, was in Hessen erledigt werden muss. Das ist sozusagen heute der Ort, wo es genau um diese Frage geht, wo man nicht sozusagen auf die anderen Ebenen verweisen kann, wer was erledigen soll oder auch nicht, sondern es geht um das, was wir hier machen. Und es geht in der Tat um mehr Bildung, es geht um mehr Wohnung, es geht um mehr Arbeitsmarktintegration und es geht auch um mehr öffentliche Sicherheit. Und jenseits dessen, dass ich das sehr begrüße, was Sie da vorgelegt haben in der Grundrichtung, will ich trotzdem sagen, dass es ein paar Punkte gibt, die mich nicht nur nicht überzeugen, sondern die ich für fahrlässig halte. Und ich will ganz bewusst mit dem Innenminister beginnen, der nach vielen Monaten der Kritik daran, was bei der Polizei passieren muss, Dienst zu ungünstigen Zeiten war ein Thema, Arbeitsbelastung, Überstunden, am Wochenende das Bild stellt, wir wollen jetzt die Motivation der Polizei stärken, weil wir durch die Vielzahl von Flüchtlingen einfach eine Superbelastung der Polizei haben. Und Herr Beuth, da ist sozusagen der erste Fehler, weil das Problem der Belastung der hessischen Polizei war vor der Flüchtlingsfrage. Sie stellen ein falsches Bild. Sie stellen das Bild, dass wegen der Flüchtlinge jetzt es den Bedarf gibt, mehr bei der Polizei zu tun. Und das ist falsch. 3,5 Millionen Überstunden waren im letzten Jahr schon aufgelaufen. Das war vor der großen Flüchtlingssituation. Die Arbeitsmotivation war dort schon ein Thema. Das Thema Dienst zu ungünstigen Zeiten war damals schon ein Thema. Und ich erwähne das deswegen so explizit, weil es gibt ja einen Vorhalt. Nach dem Motto, jetzt, wo die Flüchtlinge kommen, da habt ihr auf einmal Geld für Wohnungen, für Schule und für Polizei. Vorher war das nicht da, obwohl es die Probleme auch schon gab. Und deswegen ist es falsch, dieses Bild zu bedienen. Dass es eine Entlastung bei der Polizei gibt, die richtig ist, ist das Ergebnis einer verfehlten Politik der letzten Jahre und nicht der Flüchtlingssituation im Jahr 2015. Ich erwähne das exemplarisch an dieser Stelle, weil, wenn wir es ernst meinen mit dem wir spielen niemanden gegeneinander aus, dann muss man so redlich sein, in den Debatten zu sagen, wo sind die Probleme denn vorher gewesen. Das Gleiche gilt für das Thema der Wohnungspolitik. 40.000 Wohneinheiten, bezahlbare Wohneinheiten haben nach Berechnung des eigenen Instituts der Landesregierung, des IWU, vor der Flüchtlingssituation gefehlt. Das Wohnungsproblem haben wir in Frankfurt-Rhein-Main nicht erst seit dem 01.01.2015. Zweifelsfrei, die Aufgabe ist größer geworden, aber sie ist nicht neu. Und deswegen, ich glaube, dass das Eingeständnis, es gab da ein Thema vorher, und dem werden wir jetzt gerecht, weil wir jetzt sozusagen zusätzlich gefordert sind. Das ist ein Beitrag, um Vertrauen zurückzugewinnen, der dazu hilft, das Land zusammenzuhalten, weil klar ist, es gibt nicht nur irgendein Sonderprogramm. Und ähnlich gilt das übrigens auch für den Bereich der Schule, dass wir diverse Probleme bei der Frage Teilhabe, Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit im Bildungssystem haben. Das haben wir nun im Bildungsgipfel rauf und runter diskutiert. Ich werde dazu vielleicht am Ende noch kommen, wenn die Zeit reicht. Aber dass dort ein Thema ist, das war doch nicht erst seit dem 01.01.2015. Und wenn wir es ernst meinen, ich wiederhole mich, dass wir das schaffen, wenn wir es gemeinsam machen und niemand gegeneinander ausgespielt wird, dann gehört das ganz dezidiert mit da rein. Wir stehen vor einem Jahrzehnt der Integration. Das wird uns nicht mit einem Haushalt helfen, sondern wir stehen vor einer großen Aufgabe, wo der Plan aus meiner Sicht eindeutig in die richtige Richtung geht, aber er eben aus unserer Sicht nicht überall ausreicht. Deswegen haben wir ein Angebot dazu gemacht. Wir haben gesagt, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und das, was wir der Koalition vorgelegt haben, dazu ist jetzt nicht die völlige Umkrempelung ihres Haushalts, sondern es ist explizit an diesen drei Stellen ein Signal an vier. Erstens beim Thema Wohnen. Wir sagen,
50 Millionen € mehr, damit insgesamt 200 Millionen € insgesamt hebeln für 6.000 Wohneinheiten, beginnend in diesem Jahr, das über 4 Jahre, damit wir am Ende eine ordentliche Summe Wohnungen dazukriegen. Dabei wissen wir auch, dass wir nicht alle 6.000 dieses Jahr bauen können. Wir haben Ihnen zweitens gesagt, wir wollen im Bereich Bildung etwas tun, insbesondere im Bereich der echten Ganztagsschulen. Ich will daran erinnern, Hessen immer noch Schlusslicht in dieser Frage. 6 von 1.200 Grundschulen sind echte Ganztagsschulen. 6, nicht mehr. Wir haben gesagt, lassen Sie uns ein Angebot machen, auch mit dem Ziel, nicht Kinder zurückzulassen, die auch Förderbedarf haben, die jetzt erleben, dass wir Lehrerinnen und Lehrer einstellen, Bildungschancen erhöhen auf der einen Seite, aber für den anderen Teil nicht erkennbar gefördert wird. Dasselbe gilt für den Bereich der Polizei. Wir haben gesagt, sie werden am Ende nicht umhinkommen, noch ein bisschen mehr dabei zu tun. Jetzt streite ich mich mit Ihnen nicht über 50 Polizeianwärterstellen. Dass Sie jetzt zweimal 150 angeboten haben, ist ein gutes Signal. Aber es ist auch klar, dass das Minimum eigentlich ein kompletter neuer Jahrgang ist. Und ich weiß, dass das alles haushaltspolitisch fordernd ist. Und letztlich gilt das auch für die Frage von echten Sozialbudgets, um die Integrationsaufgabe in den Kommunen zu leisten. Weil die Kommunen werden diese Aufgabe im Wesentlichen leisten. Es ist nicht die Grundsatzdebatte im Hessischen Landtag, die das entscheidet, oder im Deutschen Bundestag. Sondern es entscheidet sich vor Ort in Städten, Gemeinden und Kreisen, ob die Kommunen in der Lage sind, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe und viele andere Projekte anzuschieben, um nur 2 zu nennen, wo es darum geht, Menschen zusammenzuführen und Angebote zu machen. Und ich will das noch einmal wiederholen. Das ist nicht das auf den Kopf stellen Ihres Haushaltsvorschlags, sondern es ist der Versuch, noch einmal ein klares Signal zu geben, auch in der Verantwortungsrolle, die wir ausdrücklich wahrnehmen wollen, auch in Abgrenzung zu anderen in diesem Land. Wenn ich mir anschaue, was Frau Klöckner in Rheinland-Pfalz macht, oder Herr Söder in Bayern, oder auch Herr Hasselhoff heute aus Sachsen-Anhalt, da zucke ich zusammen, weil es immer das gleiche Prinzip ist, der amtierenden Regierung irgendwie zu erklären, also im Falle von Herrn Hasselhoff ist es noch ein bisschen anders, weil er einen anderen Wahltermin hat, aber in Rheinland-Pfalz und in Bayern gilt das so, möglichst einer anderen Ebene irgendwie die Verantwortung hat, irgendwie schräg zu kommen, um sich darauf zu profilieren. Und ich sage, wer das Land zusammenhalten will, für den verbieten sich solche Formen von Profilierung. Niemanden gegeneinander auszuspielen bedeutet auch, seine Worte zu wägen und nicht die falschen Bilder zu stellen. Und ich kann nicht umhin. Und ich will Sie heute mal ausnahmsweise direkt ansprechen, Herr Irmer. Das, was in Ihrem aktuellen Wetzlar-Kurier mal wieder passiert, ist wirklich bodenlos, weil Sie versuchen, jedes Stereotyp zu bedienen mit Sätzen wie: Haben wir nicht schon allein dadurch eine zunehmende Islamisierung, das ist Ihr Namensartikel, dass etwa 80% derer, die kommen, muslimischen Glaubens sind und Betreiber von Kantinen heute bereits darauf zu achten haben, dass Gerichte kein Schweinefleisch enthalten. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich noch ganz klar, solche Sätze zu formulieren? Sind Sie eigentlich noch ganz klar? Weil Sie sind ja immer hart an der Grenze, Herr Irmer. Der Herr Irmer ist ja immer hart an der Grenze. Er hat ja da eine Leserbriefseite, Asyl und kein Ende. Ich will Ihnen mal einen Leserbrief nur stellvertretend vorlesen. Wie naiv oder doch besser dumm muss ein Politiker sein, der sein Land offenbar vollkommen ahnungslos bis willenlos diesen Asylantenflut ausliefert? Macht die Tore auf, aus Humanität? Für wen? Wirklich verfolgte syrische Menschen sind bei diesen orientalistischen Massen allerhöchstens 10 bis 15%, denn nur die Christen haben dort, um ihr Leben zu fürchten. Wissen Sie, Herr Irmer, wer so etwas als verantwortlicher Redakteur in seinem Blatt veröffentlicht, und im Übrigen, nein, ich bin überhaupt nicht für Zensur, ich nehme nur zur Kenntnis, dass Sie neben solchen Leserbriefen und manch anderen mehr die Bilder von bestimmten Politikern veröffentlichen mit bestimmten Botschaften. Ich sage Ihnen, Sie verletzen erneut die Grenzen. Und es ist nach wie vor ein Ärgernis, dass Sie hier in diesem Haus einen Platz haben.
Wissen Sie, Herr Irmer, ich würde das ja noch ertragen. Ich würde das ja noch irgendwie ertragen. Das entscheidende Punkt ist, dass Leute wie Sie, und das ist der Teil, der mir Sorge macht, der macht mir wirklich Sorge, dass Leute wie Sie, indem Sie immer die Grenze weiter nach rechts öffnen, dass Sie Legitimationsräume für Leute schaffen, die etwas völlig anderes wollen. Und deswegen sage ich es noch einmal sehr klar. Wer nach 12 Monaten Herrn Bachmann und anderen hinterherrennt, der hat entweder nicht mehr alle Tassen im Schrank oder weiß ziemlich genau, was er tut. Die Auseinandersetzung, Herr Irmer. Herr Kollege Irmer, bitte. Das Wort hat der Herr Schäfer-Gümbel. Die Auseinandersetzung mit Parteien fängt an der Stelle an, wo Sie die Tür aufmachen. Das sage ich Ihnen in aller Klarheit. Und deswegen werden wir Sie hier auch nicht aus Ihrer Verantwortung herauslassen. Sie sind einer der Brandstifter in diesem Land. Das will ich einmal sehr klar sagen. Herr Kollege Irmer, meine Damen und Herren, Herr Schwarz, wenn Sie hier von Unverschämtheit, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich habe Sie unterbrochen, ganz generell. Ich habe Herrn Kollegen Irmer mehrfach aufgefordert, sich zu zügeln. Das ist die eine Seite. Einen Kollegen, egal welcher Meinung er hat, hier in diesem Haus mit Brandstift zu bezeichnen, weise ich hier zurück. Und ich bitte Sie, das nicht mehr zu wiederholen. Ich werde es nicht mehr wiederholen. Der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist aber, dass die Frage der Rolle von Leuten wie Herrn Irmer in der Frage der Auseinandersetzung mit rechtsmilitanten und rechtsextremen Strukturen klar benannt werden muss. Und in der Sache nehme ich nichts zurück. Und dabei habe ich noch nichts über die Frage der Rolle Ihrer Fraktion, der Partei gesagt, Herr Irmer. Ich habe nur Sie direkt angesprochen. Weil ich hoffe, dass Ihre Partei die Kraft hat, Sie nicht auch noch in den Deutschen Bundestag zu befördern. Das will ich auch einmal klar sagen. In der Sache haben wir ein Angebot an die Landesregierung formuliert, an dessen Ende in der Tat etwa 6.000 neue Wohnungen zu bauen wären pro Jahr, in dem neue Stadtteile entstehen, in dem wir so etwas wie ein neues Konzept entwickeln, an dessen Ende wirklich bezahlbarer Wohnraum in den Ballungsräumen entsteht. Ich will einen kritischen Punkt in Richtung der Landesregierung sagen. Ich sage Ihnen, was mir noch Sorge macht, ist der offensichtliche Wettbewerb, da hat sich ja Frau Puttrich auch ein bisschen daran beteiligt, um die Frage, wer bekommt eigentlich die besten Liegenschaften der BIMA. Wenn ich mir anschaue, was hier in Wiesbaden passiert oder aber auch in der Wetterau, sage ich Ihnen, ist das eine Form von Wettbewerb, die am Ende allen schaden wird. Es kann nicht sein, dass die unterschiedlichsten Ebenen sich versuchen, gegeneinander auszuspielen und hier an der Stelle oben unten versucht auszustechen bei der Frage, welche Immobilien werden jetzt für die Flüchtlingsunterbringung verwendet. Und das gilt erst recht dann, wenn Liegenschaften, die auf der kommunalen Seite organisiert werden, dann ins Land übertragen werden und wenige Stunden später der nächste Einsatzbefehl für die nächste Notunterkunft kommt. So kann Zusammenarbeit nicht funktionieren. Und letztlich wird es am Ende darum gehen, auskömmliche Pauschalen für die Kommunen zu entwickeln. Sie sind in Verhandlungen, das wissen wir. Auch hier haben wir klar gesagt, sind wir bereit, Kompromisse mitzutragen, solange sie tragfähig sind, dass jetzt am Ende so ein Spiel entsteht nach dem Motto, wenn wir den sozialdemokratischen Forderungen nach und Ideen nicht nachkommen oder wenn wir denen nachkommen, dass das am Ende bedeutet, dass die Kommunen den Preis dafür bezahlen müssen, wird das natürlich ein Angebot sein, das wir nicht akzeptieren. Das wissen die Beteiligten auch. Ich will es nur auch am heutigen Tage sagen, damit nicht jemand sagt anschließend, dass das alles so nicht angekündigt war. Ich habe das allen Beteiligten erklärt. Sie kalkulieren offensichtlich in Ihrem Haushalt, weil Sie wissen, dass es ein paar Probleme gibt. Und deswegen will ich noch ein paar wenige abschließende Bemerkungen machen zum Haushalt selbst. Sie kalkulieren aus meiner Sicht mit dem, was Sie jetzt vorgelegt haben, ein gutes Stück weit mit einem Nachtragsetat. Man kann die Frage so lösen.
Man kann sie so lösen. Ich halte das nicht für ganz redlich, und wir werden uns sicherlich an diesem Punkt weitersehen. Es kann sein, dass die Konjunkturlage so stabil bleibt, was wir uns alle wünschen. Es kann sein, dass die Spitzabrechnungen mit dem Bund am Ende dazu führen, dass es ein bisschen mehr Mittel gibt und dass sie im Jahr 2017 helfen wird. Aber das setzt voraus, dass es bei den jetzigen Anstrengungen bleiben kann. Mit Blick auf die Zahlen und die Einschätzung auch auf der Bundesebene für die nächsten Wochen und Monate teile ich das so nicht. Und ich will trotzdem sagen, auch wenn wir jetzt zu anderen Entscheidungen kommen, unser Angebot zur Kooperation in dieser Frage bleibt bestehen. Ich freue mich allerdings trotzdem, Herr Finanzminister, das sage ich jetzt mit einem kleinen Schmunzeln, wie sehr und wie schnell dann doch die wundersame Geldvermehrung in den letzten 12 Wochen doch ein Stück weit Einzug gehalten hat in den Landeshaushalt, dass es jetzt möglich ist, dann doch mindestens 500 Millionen € zusätzlich zu stemmen. Es ist ein Hinweis darauf, dass es doch den einen oder anderen Punkt von Luft in diesem Haushalt gibt, für was der auch immer mal gedacht war. Sie wissen, dass ich Sie als Finanzminister schätze, aber ich will zumindest festgehalten haben für den heutigen Punkt. Vor wenigen Wochen hieß es noch, es geht gar nichts, man steht mit dem Rücken an der Wand. Jetzt sind wir bei 500 Millionen € mehr. Ich bin überrascht darüber, dass wir am Ende einige zig Millionen nicht zusätzlich stemmen können. Aber wir werden das sicherlich mit Blick auf die nächsten Wochen weiter diskutieren, mit Blick auch auf die dritte Lesung. Lassen Sie mich aber an der Stelle noch einmal sagen, unser Kooperationsangebot bleibt bestehen, weil ich die Aufgabe sehe und ernsthaft in Sorge bin, dass wir in einen Verteilungskonflikt zwischen verschiedenen Gruppen im Land bei Fragen der Bildungspolitik, der Wohnraumversorgung, bei Infrastrukturthemen, aber auch beim Thema Arbeit kommen, den ich für brandgefährlich halte mit Blick auf die Integrationsaufgabe, die vor uns steht. Weil die Fragen, die einige stellen, nach dem Motto, wer bezahlt denn das, was da jetzt alles kommt? Wer hat sozusagen das Nachsehen dabei? Diese Frage steht objektiv im Raum, und deswegen will ich ausdrücklich sagen, für die hessische Sozialdemokratie und für mich als Person ist die schwarze Null kein Dogma. Wenn es darum geht, die notwendigen integrationspolitischen Maßnahmen nachhaltig und dauerhaft zu finanzieren, und an der Stelle bin ich ja nicht ganz alleine in diesen Tagen, selbst der Präsident der Arbeitgeberverbände hat das mit Blick auf die Bundes- und Landeshaushalte ausdrücklich so formuliert, weil er weiß, dass jede Investition, die wir jetzt leisten in Bildung, in Infrastruktur, in Arbeit, in Wohnen, sich am Ende auszahlen wird und das Land stärker machen wird, nicht schwächer. Ich will das deswegen auch wirklich so klar gesagt haben, weil das nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass wir jenseits dieser Flüchtlingsfrage und den Aufgaben, die damit verbunden sind, eine Vielzahl von Fragen haben, in denen wir grundsätzlich unterschiedlicher, um nicht zu sagen, sehr unterschiedlicher Auffassung sind. Das gilt beispielsweise bei der Frage der Handlungsfähigkeit der Kommunen. Ich will das auch an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, dass die kommunalen Haushalte bei einem Blick auf die Statistiken einigermaßen stabiler aussehen als vor einigen Jahren. Hat im Wesentlichen drei Gründe, mit denen Sie überwiegend nichts zu tun haben. Na, das stimmt gar nicht. Sie haben natürlich an ein paar Stellen etwas damit zu tun. Erstens einer nach wie vor außerordentlich robusten und guten Konjunkturlage. Zweitens Ihrer Anforderungen an die kommunalen Haushalte, die Gebühren so hoch zu fahren wie irgend möglich. Und drittens durch eine massive Senkung der Investitionsausgaben. 750 Millionen € in 2014. Investitionen in Hochbau, in Tiefbau, in Schule, in Infrastruktur, insbesondere Verkehrsinfrastruktur, die sich am Ende rächen werden. Weil jede Investition, die in diese Bereiche heute nicht geleistet wird, morgen und übermorgen teurer wird. Das gilt übrigens auch für den Landeshaushalt. Und deswegen, Sie versuchen ja mit Ihrem kommunalen Investitionsprogramm da ein bisschen nachzusteuern, weil Sie längst begriffen haben, dass Sie da ein echtes Thema haben.
Aber ich sage Ihnen, mit Ihren 1, noch was Milliarden einmalig werden Sie dieses massive Zurückfahren von 750 Millionen € jährlich nicht ausgleichen können. Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, schon vor der letzten Landtagswahl, mit der klaren Botschaft, wir brauchen 10 Milliarden € Investitionen in Sanierung und Modernisierung für Straße und Schiene. Kein Neubau, nur Sanierung und Modernisierung. Bund, Land, Kommune. Das ist natürlich nicht alles Thema für den Landeshaushalt. Aber gerade ein Land wie Hessen, das so stark von Infrastrukturthemen beschäftigt ist und auch sein Erfolg zu einem guten Teil wirtschaftlich davon abhängt, muss darauf achten, dass die Infrastruktur intakt bleibt. Deswegen wird das ein Thema sein, das Sie nicht loslässt, wo Sie auch andere Ideen zu finden müssen, als sie schlicht auszusitzen und mit einem zugegebenermaßen kommunikativ erst einmal interessant gestrickten Programm sozusagen versuchen, über die nächsten Monate hinwegzukommen. Aber es wird Sie immer wieder einholen. Das ist der Punkt, an den ich Sie versucht habe, Herr Beuth, vorhin schon einmal hinzuführen. Die Fehler der Vergangenheit werden Sie nicht loslassen. Sie werden sie immer wieder einholen, egal ob das in der Bildungspolitik ist, ob das in der Infrastrukturpolitik ist oder aber auch, ob das in der Kommunalpolitik ist. Nur diese drei Themen will ich heute benennen. Alleine diese drei Punkte werden Sie immer wieder einholen, weil Sie dort solche Fehler gemacht haben in den letzten Jahren, dass Sie das anders sehen müssen, Herr Beuth, geschenkt. Aber es ist objektiv so, dass Sie zusätzliche Probleme produzieren. Ich will eine Bemerkung dann doch noch zu dem Thema Flüchtlinge und Ihrem Haus machen. Ich sage Ihnen, wir brauchen dringend Klarheit, was die Frage der haushaltsrechtlichen Vorgaben ist. Öffentliche Erklärungen alleine nach dem Motto, die Mehrausgaben im Bereich der Flüchtlinge werden nicht bei den Schutzschirmgemeinden zu zusätzlichen Problemen führen, weil sie anschließend über andere Konsolidierungsmaßnahmen reingeholt werden müssen. Und genau das wieder passiert, vor dem ich warne, dass nämlich unterschiedliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Dazu brauchen wir endlich verlässliche Klarheit, nicht nur durch die Kommunalaufsicht, sondern auch durch den Finanzminister. Das gilt im Übrigen auch für das Thema Bildung. Herr Lotz, Sie haben im letzten Jahr, in diesem ablaufenden Jahr, sicherlich auch, und das ist eine kritische Bemerkung, die ich schon auch in Richtung des Ministerpräsidenten machen muss, weil ja seine legendäre Rede beim JU-Landestag nicht ganz unmaßgeblich für die Rahmensetzung beim Bildungsgipfel war, dass Sie mit dem Bildungsgipfel auch eine große Chance haben liegen lassen. Es ist ja nett, dass man miteinander redet. Und ich sage mal, an Gipfeln mangelt es in Hessen nur wahrlich nicht. Dem Energiegipfel, dem Bildungsgipfel, dem Asylkonvent, der gut, der ist jetzt anders genannt worden. Gipfel gibt es wirklich genug. Aber sozusagen am Ende muss doch irgendwann auch mal was rauskommen. Und dass Sie nicht die Kraft hatten, obwohl es eine ganze Reihe von vernünftigen Ansätzen gegeben hat, jenseits der Frage der beruflichen Bildung, wo Sie allerdings noch in der Pflicht sind, zu liefern. Die Vereinbarung alleine, dass im Bereich der Berufsorientierung auch in den gymnasialen Bildungsgängen mehr passieren muss, ist sozusagen noch keine konkrete Politik. Ankündigungssozialismus reicht hier nicht. Sondern wir erwarten schon, dass irgendwann auch einmal die Konzepte auf den Tisch gelegt werden, wie Sie das machen wollen. Aber dass Sie auch im Bereich der Ganztagsschulen nicht in der Lage waren, substanziell Beiträge zu leisten, beispielsweise mit Blick auf die echten Ganztagsschulen, obwohl wir in den Gesprächen relativ weit waren. Das ist eine verlorene Chance. Und ich sage Ihnen das auch mit Blick auf die Flüchtlingsfrage, wie das Thema, das ich vorhin schon angesprochen habe, bezogen auf die Menschen, die schon lange im Land sind und auch einen Anspruch auf Förderung, individuelle Förderung haben. Uns ist das nämlich am Ende ziemlich egal, woher jemand kommt. Für uns ist entscheidend, wohin jemand will. Und dafür wollen wir auch im Bildungssystem alle Türen aufmachen und nicht, wie unser Eindruck bei Ihnen ist, doch gelegentlich schlicht und einfach verschlossen zu halten. Das ist einer der zentralen Themen, die aus unserer Sicht in diesem Haushalt zu kurz kommen, wo Sie eine Chance verpasst haben im vergangenen Jahr. Ich will mit Blick auf die Zeit zum Schluss kommen. Auch wenn uns Herr Irmer jetzt ein bisschen mehr Zeit gekostet hat, als ich es eigentlich geplant hatte. Ja, es ist manchmal so, das wissen Sie doch.
Herr Boddenberg, Sie sollten noch eigentlich verstanden haben an dem heutigen Tage, dass ich die Schuldfragen, Herr Boddenberg, Sie sollten eigentlich verstanden haben, dass ich die Schuldfragen heute völlig zurückgestellt habe, dass es mir um den Punkt überhaupt nicht ging. Sie haben nicht erklärt, dass Sie ihn rausschmeißen sollen oder sonst was, sondern ich wollte an ihn mal appellieren, dass er mal guckt, welchen Leuten er Raum gibt, mit welchen Argumenten. Und das gilt sozusagen für die gesamte Debatte. Mir ging es heute darum, nicht angesichts der Situation, in der wir sind, nicht im alten Fahrwasser nach dem Motto, da ist die Opposition, die erklärt der Regierung, was sie alles falsch macht. Da sitzt die Regierung, die anschließend erklärt zwar die Opposition alles falsch macht, weil sie keine Ahnung hat, sondern dass wir echt eine Aufgabe haben, eine Aufgabe, die uns alle fordern werden. Und das ist vielleicht mein letzter Satz. Ich erlebe, dass zunehmend Menschen sagen, erstens, ihr unterscheidet euch in der Sache nicht mehr. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wo sozusagen die inhaltlichen Unterschiede sind. Und zweitens, es ist völlig egal. Es wird am Ende nichts passieren. Es verändert sich nichts. Und wir erleben, dass wir bei Kommunalwahlen, bei Direktwahlen deutlich unter 50% Wahlbeteiligung haben. Die mit Abstand größte Wählergruppe sind mittlerweile die Leute, die sagen, sie wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und deswegen sage ich gerade in der Situation, wo alle merken, es passiert etwas Epochales. Wir sind hier gefordert in einer Art und Weise als Politik insgesamt, die weit über den Tag hinausreicht, wo wir viele Fehler machen können, alle zusammen. Aber wir können es auch anders machen. Und das Angebot der hessischen Sozialdemokratie am heutigen Tage ist, lassen Sie uns aus ausgetretenen Pfaden heraustreten und diese epochale Aufgabe gemeinsam angehen. Das Angebot, das ist sozusagen Ihre Chance. Das können Sie als Regierung annehmen oder Sie können es lassen. Mehr als das Angebot können wir nicht formulieren. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich eröffne jetzt den zweiten Teil der Debatte in Anführungszeichen. Der Ministerpräsident hat das Wort. Bitte schön, Herr Minister Bouffier. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren in dieser Woche über den Haushalt, aber Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ausdrücklich, Sie haben recht, wir diskutieren weit darüber hinaus. Ich will ausdrücklich zustimmen, wir stehen vor Herausforderungen, die durchaus historisch genannt werden können und die uns fordern, nicht nur heute, sondern auch viele Jahre. Und ich will ausdrücklich anerkennend hinzufügen, ja, die Landesregierung ist dankbar für jede Unterstützung, die wir gemeinsam für die Bewältigung dieser großen Herausforderungen bekommen. Das schließt Unterschiede im Detail nicht aus. Aber ich habe schon bemerkt Ihren Ansatz. Und deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn zwei Bemerkungen machen, die, glaube ich, notwendig sind. Zwei Themen beschäftigen die Menschen in unserem Land, nicht nur bei uns, aber bei uns besonders, die alles andere in den Schatten stellen. Das eine ist die große Herausforderung des Terrors, und das andere sind die Hunderttausenden von Menschen, die in unser Land kommen. Beides sind Themenkreise, die die Menschen ununterbrochen bewegen. Was die Herausforderung des Terrors angeht, haben wir vorhin gemeinsam in dieser Gedenkstunde, wie ich finde, eine eindrucksvolle Antwort gegeben. Die Angriffe in Paris waren Angriffe auf uns alle. Sie waren insbesondere Angriffe auf unsere zentralen Werte. Sie waren Angriffe auf die westliche Welt. Und Sie, Herr Landtagspräsident, haben zu Recht darauf hingewiesen, wir lassen uns unsere Freiheit, unsere Lebensfreude,
und die Umstände, wie wir leben, nicht kaputt machen. Wir werden die Angst überwinden, und wir werden dem Terror die Stirn bieten. Der Terror wird in diesem Lande nicht siegen, meine Damen und Herren. Gerade weil die Herausforderung so elementar ist, ist Entschlossenheit, Mut, aber auch Besonnenheit erforderlich. Die Gefährdungslage ist hoch, nicht erst seit vorvergangenem Freitag. Die Sicherheitsbehörden erklären uns seit langer Zeit, dass wir im Fokus der Anschläge stehen, in einer allgemeinen Weise. Glücklicherweise konnte in Deutschland vieles verhindert werden, manchmal in letzter Sekunde, wenn ich z.B. an die Sauerland-Attentäter denke. Aber es hat auch bei uns Opfer gegeben. Ich erinnere nur an die zwei amerikanischen Soldaten, die am Frankfurter Flughafen erschossen wurden von einem islamistischen Gewalttäter. Niemand mit Sinn und Verstand kann ausschließen, dass nicht irgendwo etwas passiert. Und wie verletzlich unser Gemeinwesen ist, meine Damen und Herren, möge Ihnen nur ein kleiner Blick letztlich ein paar Kilometer von hier zeigen. In unserem Nachbarland, in Belgien, in Brüssel, ist heute zum dritten Tag schon der Ausnahmezustand. Die Stadt steht still. Die Menschen gehen nicht mehr raus. Sie haben Angst. Sie haben Sorgen. Und die verantwortlichen Behörden machen dies ganz sicherlich nicht ohne ernstzunehmende Annahmen. Und deshalb, meine Damen und Herren, die Sorgen ernst nehmen, ist das eine. Nicht in Panik verfallen ist das andere. Und Vertrauen in die Arbeit unserer Sicherheitsbehörden. Sie sind gut aufgestellt. Und gleichzeitig sage ich Ihnen, mit der Arbeit der Sicherheitsbehörden kann man den Terror bekämpfen, überwinden. Werden wir ihn nur, wenn wir Angst und Verzagtheit überwinden. Und wenn wir unsere Werte selbstbewusst verteidigen. Meine Damen und Herren, das kann nicht nur gelten an den Gräbern. Selbstbewusst verteidigen bedeutet für mich, deutlich zu machen, dass die Art, wie wir leben und das, was uns ausmacht, auf der Tradition der freiheitlich-abendländischen Kultur beruht. Zu diesen Werten zählt zentral die Toleranz. Toleranz im Sinne von Respekt. Respekt gegenüber anderen Menschen und anderen Meinungen, gegenüber anderen Kulturen und auch gegenüber anderen Religionen. Nicht aber Toleranz gegenüber einer menschenverachtenden Ideologie unter dem Deckmantel der Religion. Hier gilt den Anfängen zu wehren, meine Damen und Herren. Auch die zweite große Herausforderung haben Sie zu Recht angesprochen. Hunderttausende von Menschen kommen in unser Land. Und mir ist es ein Anliegen, zunächst einmal deutlich zu machen, das, was Deutschland und Hessen, was die Menschen hier leisten in der Aufnahme der Flüchtlinge, ist beispielhaft, ist außergewöhnlich und allemal unsere aller Anerkennung und Dank wert. Die Menschen wollen helfen, und zugleich fragen sie uns, wie geht es denn weiter? Wird das irgendwann einmal weniger? Wo wird das landen? Und diese Fragen sind ja berechtigt. Sie machen sich Sorgen, ob es uns gelingen kann, Hunderttausende von Menschen, die aus ganz anderen Traditionen, Kulturen und Verhältnissen kommen, hier so zu integrieren, dass unsere Zukunft gemeinsam erfolgreich und friedlich verläuft. Diese Sorgen müssen wir ernst nehmen. Und gleichwohl ist es mir ein Anliegen, besonders auch heute einmal darauf hinzuweisen, wir dürfen die Flüchtlinge in unserem Land nicht mit Misstrauen beäugen und sie schon gar nicht pauschal unter Generalverdacht stellen. Viele von ihnen sind genau vor denen geflohen, die uns jetzt mit Terror bedrohen. Und wenn sie nicht zum zweiten Mal und lassen wir nicht zu,
dass diese Menschen zum zweiten Mal Opfer dieses islamistischen Terrors werden. Meine Damen und Herren, lassen wir auch nicht zu, dass die Sorgen und Ängste, die in unserer Bevölkerung durchaus vorhanden sind, Populisten und Rechtsextremisten in unserem Land in die Hände spielen. Ich habe es immer wieder gesagt, in Hessen ist kein Platz für Hetze, für Rassismus oder Gewalt. Und deshalb, meine Damen und Herren, Sorgen ernst nehmen, ja. Rattenfängern auf den Leim gehen, nein. Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich rufe Ihnen wirklich zu, sehr ernsthaft, gehen Sie diesen nicht auf den Leim. Sie haben in der Sache nichts zu bieten. Sie grenzen aus, sie schüren Hass und sie bereiten den Weg zur Gewalt. Das ist genau das Gegenteil dessen, was uns ausmacht, einer freiheitlichen und lebenswerten Demokratie. Und deshalb kann es hier keinen Millimeter geben, der uns auseinanderbringt, meine Damen und Herren. Ich habe erwähnt, dass insbesondere neben der ersten Aufnahme, das haben Sie freundlicherweise bereits gewürdigt, der Vermeidung von Obdachlosigkeit, natürlich die Dauer, die große Aufgabe ist, wie kann man integrieren, so dass es erfolgreich und friedlich für alle Seiten wird. Und dabei ist entscheidend, dass wir zunächst einmal dafür sorgen, dass die Menschen, die hier bleiben können, Fuß fassen, dass aus Flüchtlingen Mitbürger werden. Bildung, Arbeit und vorurteilsfreie Aufnahme in unsere Gemeinschaft, darum muss es gehen. Das garantiert noch lange nicht auf Dauer friedvolles Zusammenleben. Aber es erschwert insbesondere denen, die hier gerade bei jungen Leuten versuchen, Nachwuchs z.B. für den syrischen Bürgerkrieg zu sammeln, ihre Arbeit. Meine Damen und Herren, mich treibt um, und ich habe bis heute keine wirkliche Antwort darauf gefunden, wie kann es sein, dass junge Menschen hier aus Hessen, hier aus Wiesbaden, mit 18, mit 17 Jahren, sich aufmachen, nach Syrien gehen, dort sich zur Verfügung stellen, einem menschenverachtenden System, und umgekehrt, wenn sie zurückkommen, viele sind auch mittlerweile gestorben. Wie kann es uns gelingen, zu vermeiden, dass diese Menschen hier nicht als Zeitbomben herumlaufen, sondern von ihrem Wahn ablassen? Darauf gibt es keine einfache Antwort. Interessanterweise wird die Diskussion auch selten geführt. Aber machen wir uns nichts vor, die Menschen beschäftigt das sehr. Und deshalb muss es uns immer darum gehen, dass wir gerade junge Menschen immunisieren gegen die primitiven Parolen der extremistischen Rattenfänger. Und eine gelungene Integration ist deshalb immer auch ein entscheidender Beitrag für mehr Sicherheit in unserem Land, meine Damen und Herren. Umgekehrt gilt allerdings auch, wir müssen unsere Werte gegenüber denen, die hierher kommen, mit Nachdruck einfordern. Wir müssen selbstbewusst für das eintreten, was die tragenden Säulen unseres Zusammenlebens sind. Nur wenn wir unsere eigenen rechtsstaatlichen Prinzipien und Werte überzeugend einfordern, werden diese auch ernst genommen. Meine Damen und Herren, es gibt genügend Beispiele, und gerade die schrecklichen Anschläge in Frankreich haben ja viele Berichte uns auch sehen lassen, wie wir dort in einigen Teilen der Großstädte praktisch die Abwesenheit des Staates und Parallelgesellschaften in übler Form beklagen müssen. Das darf uns nicht passieren, meine Damen und Herren. Und deshalb muss immer klar sein, gemeinsam, friedlich, erfolgreich, das kann in diesem Land nur gehen auf der Basis der hier geltenden Grundwerte. Auf unsere Werte- und Verfassungsordnung kann es deshalb keinen Rabatt geben. Für niemanden, für die, die hier leben und für die, die hier kommen
Und hier muss jede Toleranz aufhören, meine Damen und Herren. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass das jüngste Projekt der Landesregierung sich genau darum kümmert. Das heißt Fit für den Rechtsstaat. Richter, Richterinnen, Staatsanwälte, Staatsanwältinnen, Aktive und Pensionäre bieten im ganzen Land sogenannte Rechtsstaatsklassen an für die Flüchtlinge, auch in der Erstaufnahme. Wir haben da keine Illusionen. Aber ich glaube, es ist richtig, dass wir gleich zu Beginn alles unternehmen, was wir können, um deutlich zu machen, was es heißt, freiheitlich-demokratische Grundordnung, nämlich Akzeptanz von Gerichtsentscheidungen und nicht Entscheidungen durch Clans, Akzeptanz der Gleichheit von Mann und Frau und nicht eine andere Werteordnung. Meine Damen und Herren, das kann man auch mit rudimentären Deutschkenntnissen jemand vermitteln. Und je früher wir das tun, umso besser. Sie, Herr Schäfer-Gümbel, haben zu Recht darauf hingewiesen, die Flüchtlingskrise fordert uns in historischem Ausmaß. Nicht nur in diesem Jahr, sondern, das wissen wir, auch in den kommenden Jahren. Diese Entwicklung in dieser Dimension konnte niemand voraussehen. Ich kenne jedenfalls niemanden, der uns dieses hätte prophezeit. Trotzdem, meine Damen und Herren, wenn wir im Jahr 2012 rund 5.000 Asylbewerber hatten, das sind so viele wie heute im Schnitt an 6 Tagen kommen, im Jahr 2014 17.500, sind wir in diesem Jahr schon bei 60.000. Allein diese Zahlen mögen verdeutlichen, welche Größe der Herausforderung für unser Land, für die Kommunen, aber auch für die ganze Bevölkerung in Hessen hinter dieser Herausforderung steht. Und ich sage das mit Bedacht. Dieser Vielzahl von Menschen in so kurzer Zeit eine Unterbringung zu ermöglichen, ist eine riesige Kraftanstrengung. Und, meine Damen und Herren, sie auf Dauer erfolgreich zu integrieren, ist eine noch größere Kraftanstrengung. Wir wollen auch weiterhin helfen. Unsere Bereitschaft ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Beim besten Willen und bei aller überwältigender Hilfsbereitschaft gibt es eine Grenze dessen, was wir leisten können. Es ist deshalb wichtig, dass die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten, Bundestag und Bundesrat eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen hat, nicht nur um die Aufnahme von Flüchtlingen besser zu steuern, sondern die auch dazu beitragen sollen, die Zahl der zu uns kommenden Menschen deutlich zurückzuführen. Nehmen Sie das Beispiel der lange umstrittenen Entscheidung der Balkanstaaten, als sichere Herkunftsländer zu bezeichnen. Meine Damen und Herren, die Entscheidung war notwendig, sie war richtig. Seitdem wir dies entschieden haben, kommen auf Berufung aufs Asyl aus diesen Ländern kaum noch Menschen. An dem Beispiel kann man unserer Bevölkerung auch etwas zeigen, und deshalb sage ich dies. Wir handeln. Nicht alles gelingt sofort. Manches dauert manchem zu lang. Und mancher Streit überlagert auch das, was gelingt. Und diese Entscheidung war richtig. Wir können den Menschen, die unsere Hilfe benötigen, nur helfen, wenn wir den Menschen, die nicht um Leib und Leben fürchten müssen, sagen, dass sie auf Dauer hier keinen Aufenthalt haben. Und deshalb haben wir in diesem Land bis zum 20. November dieses Jahres 7.000 Menschen wieder zurückgeführt, 2.200 abgeschoben und, was mir wichtiger ist, 4.800 sind freiwillig wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt. Meine Damen und Herren, deshalb sage ich Ihnen, wir arbeiten auf allen Ebenen durchaus engagiert und auch planvoll daran, dass wir diese Herausforderung meistern. Aber wahr ist auch, die Lösung kann nicht in Hessen und sie kann auch nicht in Deutschland alleine sein, sondern es braucht eine gesamteuropäische Lösung. Es braucht gesicherte Außengrenzen. Es braucht eine belastbare Vereinbarung mit der Türkei. Und es braucht einen fairen Verteilungsschlüssel innerhalb Europas. Meine Damen und Herren,
auch wenn wir in Europa eine schwierige Lage haben, es kann auf Dauer nicht richtig sein, dass Deutschland, Schweden und in Ansätzen noch Holland alle Flüchtlinge aufnehmen und die anderen so tun, als ginge sie das nichts an. Das ist eine europäische gemeinsame Herausforderung. Und ich möchte heute auch nicht auslassen, es wird zu oft gesagt, man müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Wie wahr? Nur nach diesem Programmsatz ist meistens Schluss. Wer hätte denn heute eine passable Antwort, was wir in Syrien zu tun hätten? Alleine der vielstimmige Chor, wie wir zu reagieren hätten und haben auf die Terroranschläge in Paris, zeigt doch, dass die Antworten nicht so einfach sind. Aber eine Antwort ist schon klar. Meine Damen und Herren, Menschen kommen immer dann in unser Land oder verlassen ihr Heimatland, wenn sie in ihrer Heimat keine Perspektive mehr haben. Und wenn sie in Flüchtlingslagern in der Nähe ihrer Heimat sind, dann werden sie dort bleiben, wenn sie eine Hoffnung haben, dass der Krieg irgendwann zu Ende geht, dass sie wieder in ihre Heimat kommen können. Diese Hoffnung sollten wir unterstützen. Und diese Unterstützung bedeutet dann konkret, dass man diese Flüchtlingslager so ausstattet, dass sie menschenwürdig sind und dass die Menschen auch genügend zu essen haben und Kleidung. Und deshalb ist es aus meiner Sicht ein Skandal, wenn noch heute eine ganze Reihe von Ländern ihre Zahlungen an den Flüchtlingskommissar der UNO immer noch nicht bezahlt haben. Deutschland hat es getan. Meine Damen und Herren, es ist leicht, über Großes zu reden. Hier könnte man eine Menge tun. Es kann auf Dauer nicht sein, dass die Rationen gekürzt werden müssen, damit die überhaupt noch etwas zu essen kriegen, weil andere zwar Wohlfall diskutieren, aber ihre Leistungen nicht erbringen. Meine Damen und Herren, das gehört auch zum Thema. Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung hat auf diese abzeichnende Entwicklung früh reagiert. Wir haben nicht in diesem Jahr angefangen. Ich will einmal darauf erinnern, wir haben bereits im Herbst des vergangenen Jahres unser erstes Asylpaket vorgestellt. Darauf sind wir durchaus stolz, dass wir früh gehandelt haben. Das war der September 2014. Wir haben damals begonnen, Unterkünfte und Außenstellen der Erstaufnahmeeinrichtung deutlich zu erweitern und neue zu schaffen. Wir haben zum 1. Januar die Pauschalen für die Kommunen schon einmal um 15% erhöht. Wir haben die Mittel für die Sprachförderung intensiviert. Und wir waren die Ersten, die eine nationale Asylkonferenz gefordert hat. Es hat lange gedauert, bis es dazu kam. Also, wir haben nicht gewartet bis zum Sommer dieses Jahres, sondern wir haben ständig mit den steigenden Flüchtlingszahlen unsere Anstrengungen erhöht. Diese Zahlen, die mit den Prognosen des Bundesamts für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge beim besten Willen nichts mehr zu tun hatten, haben uns in einer Weise gefordert, die man bewusst historisch nennen kann, und für die es weder in der Landesverwaltung noch bei den Kommunen einen Masterplan gab und geben konnte. Das hatten wir noch nie. Und deshalb mussten wir mit großem Einsatz, aber auch mit Flexibilität, mit Kreativität uns dieser Aufforderung stellen, meine Damen und Herren. Und ich kann nur sagen, der Dank, den Sie auch, Herr Kollege, ausgesprochen haben, dem will ich mich ausdrücklich anschließen. Ich will einmal die 350 Leute ausdrücklich würdigen aus der Landesverwaltung, die zusätzlich diese Aufgaben übernommen haben. Ich will denen in den Kommunen danken, den ganzen Hilfsorganisationen, ohne die es doch gar nicht möglich wäre, diese Herausforderung zu stemmen. Dieser Dank ist nicht wohlfeil, sondern er ist Ausdruck der Anerkennung und der Wertschätzung dessen, was viele Tausend in unserem Land leisten, meine Damen und Herren. Ich will ausdrücklich einmal sagen, wenn wir jeden Tag mal mehr, mal weniger 700, 800, manchmal 1200 Menschen in diesem Land neu aufnehmen müssen. Ist dies eine Herausforderung, die so außergewöhnlich, die gab es noch nie, dass ich es bemerkenswert finde, dass es uns gelungen ist, in Hessen im Gegensatz zu anderen bis heute jeweils sicherzustellen, dass niemand obdachlos wurde. Meine Damen und Herren, das ist eine riesige Leistung und keineswegs selbstverständlich. Und wenn wir vielen danken zu Recht,
dann darf ich mir heute einmal erlauben, auch denen zu danken, die besonders dort gefordert sind und ja gelegentlich auch im Feuer kritischer Diskussion stehen. Meine Damen und Herren, hier und heute ist es mir ein Anliegen, dem Innenminister, dem Sozialminister, dem Finanzminister und dem Chef der Staatskanzlei und vor allen Dingen Ihren Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön zu sagen. Was die auf die Reihe gebracht haben, war großartig, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir geben in diesem Jahr rund 500 Millionen € für diese Arbeit rund um das Thema Flüchtlinge aus. Das sind 100 Millionen € mehr, als wir ursprünglich geplant haben. Und, meine Damen und Herren, wir wissen, dass wir in dem kommenden Jahr deutlich zulegen müssen. Ich hatte Ihnen in der letzten Plenarsitzung versprochen, dass Sie bis zur zweiten Lesung von der Landesregierung detailliert erfahren werden, wie wir uns vorstellen, diese Herausforderung anzugehen. Meine Damen und Herren, wenn wir etwas versprechen, halten wir das auch. Kollege Al-Wazir und ich haben in der letzten Woche ausdrücklich einen hessischen Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und das ist uns wichtig, zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts vorgestellt. Meine Damen und Herren, wir haben Wort gehalten. Es ist das umfangreichste und ambitionierteste Aufnahme- und Integrationsprogramm, das das Land Hessen jemals gesehen hat. Es ist ein umfassendes und neben den Bayern, die auch eins haben, das einzige in Deutschland, das einen so umfassenden Ansatz hat und so breit wirkt. Mehr als eine halbe Milliarde zusätzlich und über 2.100 Stellen im Landesdienst werden wir schaffen, um diese Herausforderung zu meistern. Wir werden dann insgesamt, meine Damen und Herren, über 1 Milliarde im nächsten Jahr dafür ausgeben. Das ist eine herausragende Kraftanstrengung, aber davon bin ich überzeugt, sie wird ankommen. Und ganz nebenbei, wir sind durchaus stolz, dass uns dies gemeinsam mit den uns tragenden Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gelungen ist, das, was dort geplant ist, das kann man vorzeigen, meine Damen und Herren. Und das ist eine Richtschnur, die trotz den Usancen dieses Hauses ja durchaus weitgehend Beifall gefunden hat. Dafür bedanke ich mich sehr. Meine Damen und Herren, wir wollen dabei bei der Erstaufnahme rund 600 neue Stellen schaffen, damit schneller registriert werden kann, die ankommenden Flüchtlinge, die medizinische Erstversorgung gelingt, die Sicherheit in den Einrichtungen, die soziale und psychologische Betreuung, dies alles gilt es zu gewährleisten. Allein für die hohe Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die zu uns nach Hessen kommen, mittlerweile über 6.000, werden wir die Mittel noch einmal um 34 Millionen € erhöhen. Meine Damen und Herren, wir haben dazu mobile Erfassungsteams der Erstaufnahme auch mittlerweile eingerichtet, damit wir schneller die jeweils einzelnen Einrichtungen und die Menschen erreichen können. Auch die Kommunen erhalten von uns zusätzliche Unterstützung. Die Kommunen leisten einen unschätzbaren und unverzichtbaren Anteil an der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge in unserem Land. Und deshalb sieht das Aktionsprogramm nicht nur Maßnahmen vor zur besseren Kommunikation und Steuerung, das schenke ich mir im Hinblick auf die Zeit, jetzt mal alles vorzutragen. Aber nicht ganz unwichtig ist es doch, darauf hinzuweisen, dass z. B. diejenigen, die eine Erstaufnahmeeinrichtung in ihren Mauern haben, 25 Millionen € zusätzlich bekommen. Und deshalb, lieber Herr Kollege Schäfer-Gümbel, Sie haben das Thema der Pauschalen auch angesprochen. Die Diskussion um Angemessenheit der Pauschalen läuft ja noch. Ich hoffe inständig, dass es gelingt, dass wir uns verständigen. Aber ich warne vor unrealistischen Erwartungen. Wir bewegen uns hier in Größenordnungen von mehreren 100 Millionen €. Und auch wenn es durchaus erstrebenswert ist, dass wir zusammenkommen, kann am Ende die Gesamtverantwortung für das Land nicht hinten anstehen. Also schauen wir, wie das jetzt weitergeht. Ich appelliere ausdrücklich daran, dass alle Seiten
sich kompromissfähig zeigen. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, wir haben schon einmal erhöht, wir werden wieder erhöhen. Es geht nicht um die Anerkennung, um die Augenhöhe, das ist alles gegeben, sondern es geht um die Frage, in wie viel wir uns noch verständigen können. Meine Damen, meine Herren, Sprache und Ausbildung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Deshalb investieren wir dort in besonderer Weise. 40 Millionen € wollen wir zusätzlich dort für Bildungsausgaben aufgeben. Damit können bis zu 800 zusätzliche Lehrer finanziert werden. Im laufenden Schuljahr haben wir schon 465 Intensivklassen für die Sprachförderung an den allgemeinbildenden Schulen und 160 Lerngruppen an den beruflichen Schulen. Meine Damen und Herren, wir fangen wahrlich nicht bei Null an, sondern wir haben schon eine Menge gemacht, und wir legen noch einmal deutlich drauf. Meine Damen und Herren. Für junge Erwachsene bis 21 Jahren werden wir an den beruflichen Schulen ergänzende Angebote zur Beschulung schaffen. Dort sind weitere 10 Millionen € vorgesehen. Und auch das ist doch klar. Spracherwerb muss von Anfang an gelten, in jeder Altersgruppe. Deshalb wollen wir auch in den Kindertagesstätten so früh wie möglich beginnen. Wir haben dort rund 21,5 Millionen € besonders vorgesehen. Die Vermittlung von Grundkenntnissen kann auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen erfolgen. Deshalb weiten wir auch dort die Mittel aus. Und deshalb, meine Damen und Herren, das ist schon ein sehr umfassendes und nach meiner Kenntnis das einzige Programm in Deutschland, das so detailliert und so umfangreich diese Herausforderung annimmt. Und dann kommt der nächste Schritt. Sie haben recht, kann niemand bestreiten, das wird ja von allen gesagt. Auf Dauer ist neben dem Spracherwerb der Zugang zur Ausbildung und einem Arbeitsplatz die beste Grundlage für eine gelingende Integration. Und deshalb, meine Damen und Herren, brauchen die Flüchtlinge hier auch besondere Hilfe. Zentraler Baustein für diesen Bereich und für die berufliche Erstausbildung ist in Ergänzung der Sprachförderprogramme des Bundes, einmal des BAMF wie auch des der Bundesarbeitsagentur, ein Programm, das das Wirtschaftsministerium deshalb anbietet. Und dieses neue Landesprogramm bietet Erwachsenen bis zum Alter von 27 Jahren eine intensive Berufsorientierung an. Und wer den berufsbezogenen Spracherwerb dort macht, bekommt eine Förderung. Unternehmen, meine Damen und Herren, um mal sehr konkret zu werden, ist mir wichtig, die einen Ausbildungsvertrag mit so einem jungen Menschen schließen, erhalten zusätzliche Ausbildungsplatzförderung. Damit wollen wir motivieren, dass wir nicht nur darüber diskutieren, was man tun müsste, sondern dass etwas getan wird, meine Damen und Herren. Und in gleicher Weise wird auch im Bereich des Sozialministeriums, im Bereich der berufsspezifischen Sprach- und Arbeitsmarktförderung im Rahmen des Ausbildungs- und Qualifizierungsbudgets deutlich aufgestockt. Sie sehen also sehr konkret, sehr intensiv und durchaus ambitioniert. Und dann zum Wohnraum. Ja, natürlich müssen Menschen angemessen untergebracht werden, auch dauerhaft Wohnraum bekommen. Deshalb gilt es schnell und wo immer es geht, unbürokratisch zu handeln. Da sind die Hürden gewaltig, wie wir oft genug miteinander diskutieren. Aber ich will Ihnen schon einmal vortragen, wir haben die Absicht, bis zum Jahr 2019 10.000 Wohnungen für 30.000 Menschen zusätzlich entstehen zu lassen. Und bereits jetzt haben wir ein Landeswohnungsbauprogramm mit einem jährlichen Fördervolumen von weit über 100 Millionen €. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms werden noch einmal 230 Millionen € draufgelegt. Wir verdoppeln die Kompensationsmittel des Bundes, und mit verschiedenen anderen Maßnahmen werden wir bis zum Jahr 2019 für den Bereich Wohnungsbau rund 1 Milliarde € zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, das gab es in dieser Form auch noch nie. Ich will bewusst nicht auslassen, nicht weil es die große Zahl ist, dass ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen Bürgerinnen in unserem Lande die Herausforderung nicht gestemmt werden kann. Der Staat kann nicht alles, er muss auch nicht alles, aber eine aktive Bürgerschaft verdient Wertschätzung, sie verdient Unterstützung. Und deshalb haben wir die Mittel für den Ehrenamtsbereich um 2 Millionen € erhöht. Da geht es um die Koordination, um die Qualifizierung, aber vor allen Dingen geht es um die Wertschätzung dieser Menschen.
Und so wird jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt noch einmal 20.000 € bekommen. Das macht sozusagen deren Haushalt nicht gesund oder krank. Aber es ist ein besonderes Signal, von dem ich hoffe, dass es dann auch umgesetzt wird vor Ort. Denn die Ehrenamtlichen, die vom Gesundheits- bis zum Versicherungsschutz und vieles andere mehr berechtigte Anliegen haben, die brauchen auch unsere Unterstützung. Und ich sage es noch einmal, sie brauchen vor allen Dingen unsere Wertschätzung. Und deshalb ist dies auch ein zentraler Punkt in unserem Programm, meine Damen und Herren. Wir wollen Schülerprogramme für Flüchtlingspatenschaften auflegen und vieles andere mehr. Ich hatte Sie darauf hingewiesen, im Kultusministerium rund 800 Stellen mehr. Im Bereich Sozialministerium, mit allem, das, was dranhängt, insbesondere der Erstaufnahme, ebenso rund 800 Stellen. Das sind Größenordnungen, die können sich wahrlich sehen lassen. Und auch das ist uns wichtig, der Bereich der Sicherheit. Meine Damen und Herren, Hessen ist eines der sichersten Bundesländer, und das wollen wir auch so weiterhaben. Und die Leistungen, die dort erbracht werden, sind vorzüglich. Und das Innenministerium erhält 530 neue Stellen, 300 neue Stellen für die Polizei. Und auch das muss man einmal sagen, meine Damen und Herren, wir wissen, und zwar nicht erst seit jetzt, um die Herausforderungen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und wenn Sie mir die persönliche Bemerkung erlauben, lieber Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich war 11,5 Jahre Innenminister, mir muss niemand erklären, wie in der Polizei gedacht wird. Und wenn Sie so lange das Amt wahrgenommen haben, dann wird man mir auch abnehmen, dass ich dazu keine Belehrungen brauche. Meine Damen und Herren, wir wollen die besonderen Belastungen auch dadurch Rechnung tragen, dass wir den Dienst zu ungünstigen Zeiten noch einmal besser vergüten. Wir haben noch einmal Wir haben noch einmal 10 Millionen € draufgelegt zur Sonderzahlung zum Abbau der Überstunden. Das war im Haushalt schon, aber wir legen noch einmal 10 Millionen € drauf. Und wir werden auch das hohe Spitzenniveau der Ausstattung der Polizei weiter beibehalten. Meine Damen und Herren, nichts ist so, dass man nicht noch vielleicht zusätzlich etwas machen könnte. Aber ich lege schon Wert darauf, es ist unsere Überzeugung, und nicht geschuldet irgendeiner Entwicklung des Tages, dass gerade die Sicherheit eine ganz besondere Priorität in der Arbeit dieser Landesregierung hat, meine Damen und Herren. Die Präventionsarbeit will ich auch einmal erwähnen. Wir haben bundesweit einige Einrichtungen, für die wir gelobt werden. Die französische Generalkonsulin hat heute ein Beispiel genannt. Das kann uns doch alle nur freuen. Und wenn wir diese Präventionsarbeit noch einmal mit knapp 2 Millionen € stärken, und da geht es zum Beispiel um die mobile Intervention gegen den Rechtsextremismus, da geht es um das Demokratiezentrum Hessen, da geht es um Violence Prevention Network, das, was Sie genannt haben, dann sind das Elemente, die für diese Arbeit ausgezeichnet sind. Und wenn wir die noch einmal stärken, meine Damen und Herren, dann sehen Sie, wir lehnen uns nicht zurück, sondern wir legen noch einmal deutlich zu. Und deshalb, meine Damen und Herren, auch ein weiteres Wort. Hessen gehört zu den Ländern mit den geringsten rechtsextremistischen Straftaten. Dafür sind wir dankbar. Trotzdem gilt es, dort wie in anderen Bereichen höchste Wachsamkeit zu zeigen. Dies gilt insbesondere aber nicht nur auch für das Landesamt für Verfassungsschutz, das wir mit 55 neuen Stellen um 20% stärken. Meine Damen und Herren, jede Art des Extremismus, aber in diesem Zusammenhang jetzt mal auch insbesondere salafistische Entwicklungen, bedürfen unserer größten Aufmerksamkeit. Unsere Richtschnur muss sein, Gefahren im Vorfeld erkennen und entschieden handeln. Aber das, meine Damen und Herren, das kann nur gelingen bei vernünftig ausgestatteten Sicherheitsbehörden, und das gilt auch und gerade für das Landesamt für Verfassungsschutz. Wichtiger Teil unseres Aktionsplans ist auch eine deutliche Verstärkung der Justiz. Darauf sind Sie nicht eingegangen. Aber kein Kritikvorwurf, sondern Sie haben, wie ich das jetzt auch gleich tun werde, gesagt, im Interesse der Zeit nur Beispiele. Aber es ist mir schon wichtig. Wir
verstärken die Verwaltungsgerichtsbarkeit mit 4 kompletten neuen Kammern plus nichtrichterlichem Personal. Wir verstärken die ordentliche Gerichtsbarkeit. Wir verstärken den Justizvollzug, insbesondere um dort auch entsprechende Präventionsarbeit zu leisten. Meine Damen und Herren, bei der Umsetzung dieses Aktionsplans setzen wir auf Gemeinsamkeit und wollen viele Akteure des gesellschaftlichen Lebens mit einbeziehen. Wir wollen so ihre Erfahrung, ihre Praxiskenntnis, aber auch ihre Ortsverbundenheit nutzen. Und deshalb haben wir den Hessischen Asylkonvent einberufen, der bei der Staatskanzlei angesiedelt ist und in seinen verschiedenen Arbeitsgruppen bereits sehr intensiv arbeitet. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir werden in den nächsten Wochen den Haushalt 2016 beschließen. Aber uns ist allen klar, die Herausforderungen, die wir beschreiben, geht weit darüber hinaus. Wir können diesen Aktionsplan, aber auch diesen Herausforderungen, und so viel will ich nur einmal zwischenstreuen, mit Zuversicht entgegensehen. Wir können es deshalb mit Zuversicht tun, weil Hessen ein starkes Land ist, weil Hessen immer noch zu den herausragenden Regionen Europas gehört, weil noch nie so viele Menschen in Hessen beschäftigt waren in guter Arbeit wie heute, weil wir eine niedrige Arbeitslosigkeit haben und weil nach wie vor jeder einzelne Hessin, jede einzelne Hessin bezogen aufs Bruttosozialprodukt Spitze in Deutschland darstellt. Meine Damen und Herren, Hessen steht sehr gut da. Und deshalb können wir besser als andere diese Herausforderungen leisten, meine Damen und Herren. Und weil das so ist, müssen wir neben der Großherausforderung, die ich eben beschrieben habe, natürlich auch dafür Sorge tragen, dass wir weiter Spitze bleiben. Und deshalb wollen wir nicht vernachlässigen eine Reihe von anderen Themen, auf die ich nur beispielhaft eingehen möchte. Im Mittelpunkt muss doch dabei stehen, all die Anstrengungen, die für die Zukunftsfähigkeit und damit für den Erfolg unseres Landes im Mittelpunkt stehen. Und beispielhaft lassen Sie mich erwähnen, für die Zukunft unseres Landes sind gut ausgebildete junge Menschen unverzichtbar. Und deshalb bleiben die Anstrengungen für Bildung ein Schwerpunkt der Politik der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen, meine Damen und Herren. Das finden Sie auch in diesem Haushalt wieder. Die Lehrerversorgung war noch nie so gut wie heute. Die 105% im Landesdurchschnitt sind nach wie vor herausragend. Welches andere Land hätte dies zu bieten? Und dass wir dies können und dass wir das fortsetzen, ist ein deutlicher Beweis für die Schwerpunktsetzung unserer Arbeit, meine Damen und Herren. Für die Schulen, die unter besonders schwierigen Bedingungen arbeiten müssen, werden wir den Sozialindex im Schuljahr 2015/2016 mit 420 Stellen versehen. Dieser Plan wird umgesetzt. Mit der Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung mit den Schulträgern über den Pakt für den Nachmittag hat diese Regierungskoalition das größte Ganztagsprogramm in der gesamten hessischen Bildungsgeschichte geschaffen, meine Damen und Herren. Und ich hoffe sehr, dass auch noch mehr Kommunen dieses Angebot annehmen. Die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande werden es Ihnen danken. Die hessischen Hochschulen erhalten mit dem Hochschulpakt aber nicht nur so viel Geld wie nie zuvor. So viel Geld wie nie zuvor. Das gilt auch für die Forschung. Die Forschung, das sind die Arbeitsplätze von morgen, meine Damen und Herren. Wir investieren weiter auf höchstem Niveau und nur noch einmal ein aktuelles Beispiel zu sagen, auch mit großem Erfolg. Letzte Woche haben wir das europäisch größte Zentrum für die Cybersicherheit in Darmstadt eingeweiht. Meine Damen und Herren, das kostet uns etliche Millionen. Aber es ist richtig, 400 Forscher aus 50 Ländern arbeiten dort, und wir haben einen Spitzenplatz, wir Hessen. Und deshalb sind Investitionen von heute, die vielleicht erst in 10 Jahren erkennbar werden, notwendig, und sie sind die Grundlage dafür, dass wir nicht nur über das Heute reden, sondern das Morgen gestalten, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich aus Zeitgründen einige wenige Beispiele noch nennen. Dank unserer intensiven Arbeit in Berlin sind die Mittel des Bundes für den Bundesfernstraßenbau in Hessen so hoch wie noch nie. Wir legen noch 40 Millionen € aus eigenen Mitteln zum Planen obendrauf und 90 Millionen € für die Landesstraßen.
Das lässt sich sehen. Meine Damen und Herren, ein einziges Beispiel mag ja nicht jedem gefallen, aber man darf es ja einmal erwähnen. Nach jahrzehntelanger Diskussion ist sichtbarer Ausdruck dieses Erfolges die A49. Da haben Sie Jahrzehnte diskutiert, jetzt wird endlich gebaut, meine Damen und Herren. Wir führen die Energiewende fort. Herr Kollege Schmidt, das wollten Sie doch hören. Die Energiewende wird fortgeführt mit 35 Millionen € zusätzlich. Den Ökolandbau bauen wir aus. Und übrigens, an dem Beispiel will ich mal etwas zeigen. Der Zukunftspakt der hessischen Landwirtschaft ist einmalig in Deutschland. Er wird getragen von ganz vielen, und er wird vor allen Dingen getragen, sowohl von der konventionellen Landwirtschaft wie von der Ökolandwirtschaft. Und das ist ein Beispiel, wie diese Regierungskoalition arbeitet. Wir stellen nicht Öko gegen Konventionelles, sondern wir fördern und fordern beides, weil wir glauben, dass es sinnvoll ist, nicht gegeneinander, sondern miteinander zu arbeiten. Und das ist ein schöner Erfolg, meine Damen und Herren. Wir haben eine Fülle weiterer Dinge, von der Förderung der Langzeitarbeitslosen bis zu vielem anderen, wo wir nichts anbrennen lassen. Lassen Sie mich ein Zukunftsthema noch abschließend kurz erwähnen. Der Breitbandausbau in unserem Land. Eine Binsenwahrheit, dass nur dort auf Dauer erfolgreich gearbeitet, aber auch gelebt werden kann, wo man schnelles Internet hat. Und ich möchte es denn doch schon einmal loswerden, weil die Europäische Kommission hat uns in der vergangenen Woche den Broadband Award vermittelt. Also man kann es andersherum sagen, Sie haben uns eine europäische Anerkennung teilwerden lassen für den Breitbandausbau, insbesondere im Cluster Hersfeld-Rothenburg, Kassel, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißen. Das ist eine tolle Leistung der Kommunen. Aber damit es nicht untergeht, diese Leistung ist nur möglich, weil das Land dies mit einer geradezu einzigartigen Bürgschaftsaktion unterstützt. Und deshalb brauchen wir auch in diesem Zukunftsthema keinen Nachhilfeunterricht. Wir werden uns dort gewaltig anstrengen. Aber es ist doch ein schöner Erfolg. Und es zeigt, dass nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, sondern auch in Nordhessen, in einer Gegend, wo man normalerweise nicht immer automatisch die Spitze des Fortschrittes bisher vermutet hätte, das war schon immer falsch, aber jetzt können Sie es belegen. Sie sind von der Europäischen Kommission ausgezeichnet worden. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch ein Wort zu den Kommunen sagen. Ein starkes Land braucht starke Kommunen. Und deshalb handelt die Hessische Landesregierung besonders kommunalfreundlich. Meine Damen und Herren, man muss es immer wieder einmal sagen. Der Beifall kann sich auf der linken Seite des Hauses noch steigern. Schauen Sie einmal. Die hessischen Kommunen haben die höchsten Steuereinnahmen pro Kopf. Die höchsten pro Kopf. Das Problem liegt darin, die Einnahmen sind sehr unterschiedlich. Und weil das so ist, hilft die Landesregierung. Mit dem kommunalen Schutzschirm, immerhin rund 3 Milliarden €, haben wir freiwillig eine Menge an Unterstützung geleistet. 100 Städte und Gemeinden in diesem Land, und zwar völlig jenseits aller Parteifarben, sind mit diesem Schutzschirmverfahren und mit dieser Aktion deutlich von ihren Schulden entlastet worden. Eine ganze Reihe sind schon vor der Zeit wieder in der normalen Zielplanung. Und, meine Damen und Herren, eine solche Leistung kann man auch nach 3 Jahren, nachdem wir sie vorgestellt haben, heute noch einmal erwähnen. Es zeigt, wie kommunalfreundlich wir handeln, meine Damen und Herren. Auch freiwillig, und Sie haben es kurz erwähnt, haben wir die Leistungen des Bundes durch eigene Landesmittel im Kommunalinvestitionsprogramm erhöht. 1 Milliarde €. Das ist doch kein Pappenstiel. 1 Milliarde € dafür, um Zukunftsinfrastrukturmaßnahmen zu machen. Wohnraumförderung, Krankenhausstrukturreform, was auch immer. Die Landesmittel sind nicht inhaltlich festgelegt. Und das ist eine großartige Sache, und ich hoffe sehr, dass viele Kommunen davon Gebrauch machen. Auch eine freiwillige Leistung. Und zum Dritten, das gehört doch auch hierher. Unter normalen Umständen wäre es wahrscheinlich der Mittelpunkt der Debatte gewesen. Wir haben einen völlig neuen kommunalen Finanzausgleich. Dieser kommunale Finanzausgleich, meine Damen und Herren, ist so hoch wie noch nie. Noch niemals gab es für die hessischen Kommunen so viel Geld wie jetzt.
Und im Hinblick, Herr Kollege, auf manche Diskussionen muss man doch einmal Folgendes sagen. Die Kommunalen Spitzenverbände haben dem zugestimmt. Das lässt doch eine gewisse Vermutung zu, dass diese Lösung kommunalfreundlich ist. Es mag ja sein, dass es den Sozialdemokraten landespolitisch jetzt nicht gefällt. Gleich. Aber, meine Damen und Herren, wann hat es denn jemals gegeben? So viel wie nie. Kommunale Spitzenverbände stimmen zu. Das ist eine Riesenleistung. In diesem Zusammenhang will ich ausdrücklich einmal sagen, mein herzlichen Dank an Finanzminister Schäfer mit seiner steten Bereitschaft, zu informieren, vor Ort zu fahren und immer wieder zu erklären, was es bedeutet, hat er diese Zustimmung ganz wesentlich ermöglicht. Das ist keineswegs selbstverständlich, und deshalb herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend noch eingehen auf eine Bemerkung, mehrere Bemerkungen, die Sie gemacht haben. Sie weisen darauf hin, dass Sie glauben, dass das, was wir im Haushalt als zahlenmäßige Unterfütterung dessen, was wir politisch leisten wollen, nicht hinreichend ist. Sie haben dann dazu eben gerade gesagt, für mich ist die schwarze Null nicht entscheidend oder so ähnlich. Oder Dogma. Meine Damen und Herren, ich halte von Dogmen relativ wenig. Aber wir sollten uns doch über eins vielleicht einmal verständigen können. Unser Ansatz ist, dass wir die Großherausforderungen bewältigen, Aktionsplan zum Beispiel, und gleichzeitig alles das, was wir tun müssen, damit Hessen Wettbewerbs- und Spitzenland bleibt und es nicht zu einem Gegeneinander verschiedener Gruppen kommt, auch leisten. Das ist anspruchsvoll. Und ich habe an anderer Stelle gesagt, dieser Haushalt ist ein atmender Haushalt. Das heißt, wenn sich die Zahlen völlig verändern, dann muss man das neu bewerten. Und ich habe immer darauf hingewiesen, wie alle Kollegen, dann kann es sein, dass wir auch einen Nachtrag brauchen. Worin unterscheiden wir uns? Wir unterscheiden uns darin, meine Damen und Herren, dass wir nicht bei der ersten großen Herausforderung unser großes Versprechen, das 70% der Bevölkerung in diesem Lande uns aufgegeben hat als Verfassungsnorm, gleich wieder brechen. Wir möchten beweisen, dass wir verlässlich sind und nachhaltige Politik treiben. Wenn wir zum Thema Schuldenbremse immer gesagt haben, es kann nicht sein, dass alles das, was nach uns kommt, uns egal ist, dann ist es eine große Aufgabe. Das ist doch unbestreitbar. Aber wir möchten schon nicht gleich zu Beginn die Fahne einholen und sagen, na ja, es ist schwierig, dann machen wir es halt andersrum. Wir wissen um die Schwierigkeit, wir stellen uns dieser Aufgabe, und wir glauben, dass wir sie gemeinsam erfüllen können, meine Damen und Herren. Sie haben Ihre Sorge ausgedrückt um geringe Wahlbeteiligung und vieles andere mehr. Das teilen wir. Und man kann doch heute wirklich zusammenfassend sagen, die Menschen sind in Sorge. Sie erwarten von der Politik, dass sie handelt und nicht nur redet. Und deshalb handeln wir. Deshalb haben wir ein Aktionsprogramm vorgelegt. Ich sage es noch einmal, das kann man gar nicht oft genug sagen. Das Geheimnis der Pädagogik ist die Wiederholung, weil alle es ja auch gut finden. Dürfen wir auch ein bisschen uns gelegentlich mal auf die Schulter klopfen. Also, wir haben gehandelt. Und trotz dieser Herausforderungen glauben wir, dass wir nicht nur Kurs halten können, sondern auch werden. Und das gilt auch für die Finanzpolitik. Trotzdem gilt in diesen Tagen der großen Herausforderungen, es ist nicht die Zeit für kleines politisches Einmaleins. Den Menschen ist relativ egal, welche Farbe als Politabsender kommt. Sie möchten in diesem Land leben in Sicherheit, sie möchten leben in Freiheit, und sie möchten leben mit vielen Menschen in unser Land kommen in einer gelingenden Zukunft. Dieser Haushalt legt dafür aus meiner Sicht eine hervorragende Grundlage. Und auf dieser Grundlage wollen wir arbeiten. Mutig, entschlossen und erfolgreich. Herzlichen Dank.